Der Titel ist Seven vs. Wild Panama. Ich komme heim. Auf den Thumbnail ist Knossi. Ich glaube irgendwie, dass es Clickbait sein Vater. Ich denke nicht, dass irgendwer rausfliegt. Keine Ahnung, sagt mir so meine Vorahnung. Sport. Ich glaube, meine Grenze. Habt ihr eigentlich mitbekommen? Montana Black hat Statement abgegeben. Er sagt, er hört auf, die Show zu gucken. Und Knossi war dann voll traurig und so. Und er meinte, ja, tut mir leid und so. Aber Joris, ich kann mir den echt nicht mehr geben. Man kann über Montana Black sagen, was man will. Aber voilà, krass, dass er da so ehrlich ist. Das ist wirklich heftig. Tag 6? Hä, waren wir schon vorher in Tag 6? Das ist es. Ich hoffe, Lidl bringt wieder dieses Dosenbananenbier raus. Das richtig widerliche. Das würde ich jetzt gerne genießen. So richtig schön kalt. Bombe. Leckeres Bananenweizen. Ein Traum. What the fuck, Mann? Ich habe mich dazu entschlossen, mich nochmal hinzulegen. Ich möchte heute Abend ja meine Nachtwanderung endlich machen, auf der Suche nach Geißelspinnen, Wanderspinne und Skorpionen. Ja, leider ist meine Wanderroute sehr beschränkt, das wisst ihr ja bereits. Und aktuell haben wir wieder Flut. Die Flut ist glücklicherweise nicht ganz stark wie gestern. Das heißt, ich kann wahrscheinlich heute erstmals halbwegs beruhigt schlafen gehen. Ich warte jetzt die Nacht ab und dann kann ich endlich meine Nachtwanderung machen. Die Schuhe sind schon trocken. Ja. Ey, wenn dieser Mann tatsächlich die 7 Tage übersteht und von dieser Insel abreist, ohne ein Feuer gemacht zu haben, ich glaube wirklich, das muss doch einer der größten Memes werden. Geil, geil, geil. Es sieht halt wirklich unglaublich beschissen aus. Die Wellen kommen jetzt mittlerweile bis hier hin. Und weil mir langweilig ist, werde ich mich jetzt aufmachen in den Dschungel. Genau. Ich weiß noch nicht, wie ich genau reinstarte. Wahrscheinlich einfach hier, dort hinten war ein Pfad. Also Pfad. Naja, ich denke, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. In dem Sinne, starten wir einfach mal rein. Ich habe meine Stirnlampe dabei. Ich habe meine zweite GoPro dabei und im Hintergrund muss ich jetzt halt einfach hoffen, dass da nichts einstürzt. Aber das wird schon, ne? Wird schon. Muss aber sagen, das Sympathische an Joris zum Beispiel, er ist fast der Einzige, der immer wieder seine Kamera abwischt. Das triggert mich immer bei den anderen. Bruder, manchmal da ist so ein Tropfen in mein Auge drin und ich kann das einfach nicht mehr. Gut. Ich stehe jetzt am Wasserfall. Das Wasser ist richtig dreckig. Ich habe bisher noch nichts Interessantes gefunden, ein Viechzeug. Das stört mich. Ich will unbedingt eine Geißelspinne finden. Mein absolutes Lieblingstier. Ja, das ist meine Mission. Für diese Mission muss ich aber wahrscheinlich Steinchen drehen. Und dort hinten sind einige Steinchen, die mir gut aussehen, denn Geißel. Ich verstehe es aber irgendwo, dass das nicht so unbedingt der Content für jedermann ist, Bro. Weil wenn man ihm jetzt zuhört, er sagt, mir ist langweilig, ich gehe ein bisschen in den Dschungel, ich will jetzt Geißelspinnen suchen. Das ist meine Lieblingsspinne. Dafür muss ich aber ein bisschen Steinchen drehen. Darauf hat jetzt halt nicht unbedingt jeder Bock, Chat. Darauf hat jetzt nicht unbedingt jeder Bock. Spinnen lieben feuchte Bereiche mit wenig Luftzirkulation. Insbesondere nun mal in den Tropen. Ich habe also gute Chancen. Hier sind prinzipiell 2 Arten beschrieben. Eine in der Gattung Paraphrynus und eine Phrynus-Art. Ich habe vor, mindestens eine zu finden. Okay, dieser Stein sieht mir sehr gut aus. Nichts, oder zumindest nicht an der Stelle. Runter auch nicht. Oh, warte mal, dieses Totholz. Ja, also der Spot hier ist insgesamt sehr vielversprechend, um irgendwas Spannendes zu finden. Wir haben gerade eben einen Skorpion gehabt und hier ist eine Krabbe. Ey, habt ihr gesehen, wie viele Dinger da runterlaufen, Bruder, nachdem er einen Stein umdreht? Ja, nicht das, was ich gesucht habe, aber hat mich genauso gut erschreckt. So. Bild dir nichts ein bei der Spannungsmusik. Julio, mach dir keinen Kopf, da hat mich Seven vs. Wild schon öfter verarscht. Suchen wir einmal weiter. Scorpion, where are you? Nicht hier. Nee, dieser Stein ist sehr groß. Der könnte valide sein, wenn ich den umgedreht bekomme. Nee. Ja,
Ja, okay, aber wenn er den mit so einer brutalen Wucht umdreht, wird die Spinne nicht einfach wegkrabbeln? Das ist so, hä? Hier drunter. Nee, aber übrigens genauso sucht man Insekten und Spinnen aller Art. Einfach Steinchen umdrehen. Man muss. Verstehe, Monte, schreibt Bachim. Wissen, welche man umdreht. Bei manchen ist die Wahrscheinlichkeit höher, bei manchen geringer. Bei dem zum Beispiel relativ hoch, würde ich behaupten. Aber selbst wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, heißt es nicht, dass in diesem Moment was drunter ist. Jojojo. Habt ihr uns gesehen? War das ein Skorpion? Guck. Hä, hey, das ist ein ganz normaler Käfer oder bin ich blöd? Ich bin verwirrt. Habt ihr uns gesehen? Da war ein Skorpion. Oh. Alter, das sah aus wie ein Käfer, ja? Oh shit. Ich glaube, man hat's gesehen. Einfach ein Skorpion. Okay, ich hab was Geiles. Geil. Was wir hier haben, ist die Haut einer Geißelspinne. Heftig. Einer Paraphrynus. Er sucht Paramecia-Frucht, Chat. Erkenne ich daran, dass die hier zwei Stacheln zwischen den zwei großen Stacheln hat. So unterscheidet man in aller Regel Phrynus und Paraphrynus. Und wo eine frische Haut, die ist nämlich mindestens, also maximal 2-3 Tage alt, wo eine frische Haut, da auch eine frische Geißelspinne drunter. Cool, muss ich nur noch finden. Könnten jetzt überall sein. Leider sind die nicht sonderlich groß. Die häuten sich immer hängend. Deswegen lag die Haut gerade auf dem Boden. Aha. Wir suchen mal weiter. Wir sind ja erst seit 20 Minuten unterwegs. Ich hatte gerade meine erste Geißelspinne und habe sie samt Stein hochgehoben. Aber der Fluchtinstinkt der Tiere hier ist wirklich krass. Normalerweise. Ja, okay, ich habe auch nicht erwartet, dass die da chillt, nachdem du den Stein so umschmeißt, Bratan. Also bleiben sie eine gewisse Zeit ruhig und checken erstmal, was geht denn gerade ab. Dieses Tier ist direkt geflüchtet und runtergesprungen. Und dann hast du keine Chance mehr, sie zu finden, weil die sich sehr blitzartig und schnell bewegen. Aber das wäre die zweite Geißelspinne gewesen, nee, die dritte Geißelspinne gewesen. Und wenn man die Hauten mitzählt, die dreieinhalbte. Wir suchen weiter. Dort unten zum Beispiel ist noch ein geiler Stein. Ja, mal schauen, vielleicht finden wir sie noch. Okay, die nächste Geißelspinne hat sich leider in dieses Loch verkrochen, bevor ich sie für euch fangen konnte, um sie zu filmen. Es ist frustrierend. Ich bin jetzt seit einer Stunde unterwegs, ist nicht lange. Aber ich habe immer noch nichts vor die Kamera bekommen. Ich habe schon alles gesehen, was ich sehen wollte, außer der Bananenspinne, und das ist sehr unwahrscheinlich. Aber Bananenspinnen? Bananenweizenbier? Was hat's mit den Bananen auf sich? Bananenspinnen gehören zu den wenigen Spinnen auf der Welt, von deren Biss auch für einen gesunden, erwachsenen Menschen eine lebensbedrohende Gefahr ausgehen kann. Sie sind vermutlich für die meisten tödlichen Giftunfälle durch Spinnen weltweit verantwortlich. Tschüss! Bruder, der Mann traut sich was, kann man sagen, was man will. Ich möchte euch unbedingt eine Geißelspinne zeigen, weil die so tolle, faszinierende Tiere sind. Puh. Weiter geht's. Geil, da unten sind noch ganz viele Steine. Geil, period, slay. Die alle gedreht werden wollen. Ey, haben wir echt gerade fast 10 Minuten von dem Video geguckt, Chat. Guck mal, da kann jeder sagen, was er will. Und vielleicht Leute wundern sich, hey, wieso guckst du es dir überhaupt an, wenn es so langweilig ist, skip ihn doch und so. Boah, das Ding ist, ich fühle das Skippen nicht. Ich finde das Skippen komisch, Chat. Weil ich gucke das wie eine Serie. Und auch wenn ich eine Serie gucke auf Netflix oder Anime oder was weiß ich was, dann würde ich ja auch nicht gewisse Stellen skippen. Sonst hätte ich das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Also Blitz und Donner ist hier nochmal eine ganz andere Nummer, weil halt richtig viele. Ich hoffe, jetzt kommt der nächste auch nochmal so nah. Der hat den Mudaga gescheppert. Irre. Na, wird nicht so laut sein. Otto, mein Löwe, mein Bär, mein Architekt, Eber. Mein Überlebenskünstler. Irre. Ah, jetzt auch noch. Gucken wir mal, ob wir einen nahen kriegen.
Das ist schon geil, ich liebe Donner und Blitz. Ich liebe eure gerade noch mit meinem alten Platz hier, aber es macht keinen Sinn. Wenn die Flut kommt, die steigt ja immer weiter. Von Tag zu Tag ist sie mehr gestiegen. Nur um kurz hier trocken zu sein. Er liegt da echt ziemlich sass da, der Bratan. Sachen zu trocknen. Dafür ist das gar nicht so schlecht. Und ein bisschen Blitz und Donner zu genießen. Kann es sein, dass es Otto nie zu warm oder zu kalt ist, Bruder? Egal welche Temperaturen, er chillt. Wir sind bei der Tageschallenge. Und was ist mein Plan? Mein Plan ist, eine Bambusreibe zu nehmen. Das Thema ist, es ist pitschnass. Egal wo man ist, es ist pitschnass. So, ob das hiermit so gut klappt, I don't know. Tatsächlich habe ich das nicht wirklich mal getestet, nur ein paar Videos. Patron, alaikum salam. Tatsächlich habe ich das nicht wirklich mal getestet, nur ein paar Videos gesehen. Stellt euch vor, jetzt Bambus, Feuer geht an. Nämlich irgendwelche Quarz und sowas, was ich drin hat. Also nicht einfach nur Holz ist, deswegen gibt das sehr gute Reibungshitze. Wenn Stein an Stein reibt quasi. Und da gibt es mehrere Varianten. Ich probiere die eine mal aus, schrabben. Schnell die Messpistole, bupp, gucken, wie heiß das wird. Mal gucken, was wir erreichen. Das ist immer schon warm. Ist okay. Ja, besser als nichts. Eben hatte ich aber schon. Er muss aber auch schneller draufhalten. Oha, okay, jetzt ernst. Jetzt auf Ernst. Ist das dein Ernst? 74. 74 ist ja todesnice, oder Chat? Hä? Okay. Bruder, er macht fast Feuer an. Alter Schwede. Grad, okay. Das heißt, wer ist jetzt besser? Besser ist, glaube ich, nur der, der es bis jetzt schafft, Feuer anzukriegen. Ich glaube, er ist jetzt Platz 2, oder Chat? Knossi Platz 1 natürlich, weil er hatte Feuerstahl. Aber ansonsten... Wir probieren gleich nochmal. Bauen das ein bisschen um. Der Bambus ist halt einfach pitchnass. Wenn es jetzt mal aufklaren würde, die Sonne richtig brutzeln, dann würde ich mir zutrauen, damit sogar ein Feuer anzukriegen. Ich weiß nicht, ob man das, das tut dermaßen weh. Ist auch hier eine richtig offene Wunde, die suppt. Ey, wisst ihr, was man gesagt hat angeblich? Die Schramme kommt davon, dass er sich an diesen Todesapfelbaum, wisst ihr noch, Chat? Es gibt ja diesen Todesapfelbaum. Und von dem ein Zweig, der ist ihm angeblich hier gekommen. Und von da hat er die Verletzung. Todeskrass, oder? Ja, ich schwör's euch, wurde in irgendeiner Reaction gesagt irgendwo. Dann irgendwas Falsches angekommen. Wahrscheinlich diesen Baum des Todes. So, kurz Pause, aufschreiben. Weiter geht die wilde Fahrt. Was ist los? Mann, es hat doch gerade geraucht. Dann hat es den Bambus zerlegt. Ich glaube, kommt auch auf die Stelle an, wo er misst wahrscheinlich. Wahrscheinlich funktioniert das Gerät nicht mal so 1000% akkurat. Über 100 muss drin sein, komm. 82. Ah, scheiße, okay. Mann. Ich hätte ihm so sehr eine 100 gegönnt. Okay. No. 22,5. Wer hatte auf dumm nochmal das Messgerät ins Wasser getan? Sascha, der österreichische Brie. 22,5. Das ist J. So. Meine persönliche Mitlieblingsstelle, weil es ja einfach runtergeht. Wupp. Ich hoffe, dass das alles noch ein bisschen hält da unten. Also, wäre auf jeden Fall ganz schön. Zumindest mal ein bisschen wieder abgereist bin. Nicht auf einmal Erdrost und weg damit.
Ey, wie es auch sofort kaputt gegangen ist, gell? Das war schon ein Lachkick eigentlich. Das wäre schlecht. Schau mal, wie viel Holz da rumschwimmt. Es ist, also ich muss ja sagen, das ist wunderschön, oder? Wie dicht bewachsen, saftig grün. Ich liebe es, wenn alles grün ist da. Einfach mega. Mega, mega, mega. Bin jetzt an meinem Ausguck angekommen. Mal gucken, ob wir das hier so ein bisschen verteuen. Achso, die Person, die es schafft, Feuer zu machen, gewinnt. Nein, die Challenge ist, du musst einmal die wärmste und einmal die kälteste Stelle mit diesem Gerät messen. Die Differenz dazwischen, desto größer die Differenz, desto mehr Punkte hast du. Muss ja nicht viel, hält er eh zusammen. So, ich mache immer noch Gedanken. Welche blöde Pflanze war das, wo ich die Verbrennung her hatte? Die hoffe ich nicht. Aber was meine Frage ist, rein theoretisch gesehen auf diesem Dschungel oder auf dieser Insel besser gesagt, wenn Otto wollen würde, würde er nicht hinkriegen, da ein Feuer zu machen? Geht das nicht? Ich kenne mich halt nicht aus. Sehen natürlich fast alle gleich aus für den ungebildeten Durchschnitts-Otto. Der würde es safe hinbekommen, wenn es nicht regnen würde. Kann echt gut möglich sein, ja. Ich glaube auch, dass das so ein Dorn im Auge, dass alles so feucht und nass ist. So, ob man hier oben drüber wirklich was bauen soll. Ich frage mich ja, was soll denn passieren? Bisschen Regen. Jo. Dann regnet es halt ein bisschen. Was schätzt du, wer gewinnt am Ende? Ich glaube Otto, Freunde. Richtig viel Regen, dann geht in die Höhle. Wenn unten eine Höhle oder wenn gerade Hochwasser ist, dann ist das halt so. Da mache ich mir jetzt mal gerade gar keinen Kopf drum. Aber wo ich mir tatsächlich ein bisschen den Kopf drum mache, ist tatsächlich diese Stelle. Die brennt ganz schön. Die brennt gehörig. Das ist so richtig da weggeätzt. Das sieht richtig mies aus, sieht ja. Sieht eigentlich nicht schlimmer aus wie vorher. Okay, das war schon mal meine Grundbefürchtung, dass auf einmal alles hier rot und faules Fleisch da hängt, aber nee. Stellt euch vor, wenn das wirklich krass entzündet, eskaliert wäre, er hätte abbrechen müssen. Was wohl. Jut. So, und jetzt wollte ich einmal zeigen, wie es jetzt bei mir aussieht, wenn man hier in meinem Lager liegt und rausguckt. Es geht da direkt hier vorne runter. Also ich so schätze 10, 12 Meter. Ist das nicht mega? Mir gefällt es richtig gut. Und jetzt schaut mal von meinem Platz einfach mal oben. Ich werde ja gar kein Shelter drüber bauen, weil das so schön ist. Boah, das sieht echt krass aus. Ich bin in die Baumkronen. Ich hätte aber Angst, dass irgendwas die ganze Zeit in meine Fresse fliegt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, da fliegen die ganzen Adler. Einfach mega schön. Ich werde hier gar kein Shelter drüber bauen, um einfach nach oben schauen zu können. Für einen leichten Nieselregen sollte das reichen. Wenn nicht, wie gesagt, ist nur Regen. Oha, er chillt der Bratan. Knossala! Boah! Hey, und da bist du drin mit der Wunde. Boah, die sieht aber auch echt scheiße aus, die Wunde. Sag mal ehrlich. Montana Black Instagram Story Wipes. Hat er einen Stock drin gesteckt. Und dick ist er auch. Das lasse ich gleich behandeln. Und dann bitte Zahnarzt. Oder eine schöne Paracetamol 1500. Boah, 1500 ist richtig stark, oder nicht? So, alles wieder ausgezogen. Ich mach mich mal einmal frei, damit ich mal meine Ruhe hab. Challenge habe ich gemacht. Hab mich besonders stolz gemacht. Ich hab's richtig gemacht, also ich wüsste nicht. Die höchste Temperatur und die niedrigste Temperatur
Hab beides von Max abgelesen. Ist ja eher schlecht für mich, dass ich das bei der niedrigsten ablese. Also, da bin ich ganz sicher, dass ich es richtig gemacht habe. Aber es hat mich trotzdem verunsichert. Aber die höchst gemessene Temperatur hier auf der Insel, und das habe ich. Und das auf jeden Fall. Also, da soll mir mal einer in die Wertung reinfuschen. Aber dann scheppert's auch. Oha, wieder ganz was ruhig Neues, bleiben. Was mir die Post angespült hat. Einen schönen Sack. Setze ich mich jetzt nämlich hier drauf. Richtig toll. Macht mir richtig Freude. Boah, sowas zum Beispiel ist richtig gefährlich für die Tiere, Chat. Da können sich richtig die ganzen Fische und so weiter im Meer, die können sich da richtig drin verheddern, walla. Setze ich mich jetzt nämlich hier drauf. Todesgefährlich. Richtig toll. Macht mir richtig Freude. Problem sind nur die Mücken und die Sandfliegen. Die stechen mich überall rein. Ja, aber was willst du machen? Ist halt so. Bist untenrum frei, wenn alles nass ist. Oh, mein Lager. Auf der einen Seite werde ich krass daran zurückdenken. Auf der anderen Seite werde ich das nie vermissen da. Also ganz sicher. Wenn ich was vermisse, dann das. Ich finde das geisteskrank, Freunde. Guck mal, diese Aussicht. Stell dir vor, alles wäre okay. Du hättest reichlich Essen. Du hättest alles Mögliche. Du wüsstest, dass da so kaum bis gar keine Gefahr ist. Und du könntest hier einfach chillen und entspannen. Bruder. Voila. Ey, wisst ihr, was ich machen würde? Das klingt vielleicht cringe. Aber ich würde Todes fühlen. Irgendwie da so liegen. So auf der chilligen Bank. So Nintendo Switch spielen oder ein Buch lesen oder sowas. Bro, das ist ja ganz krass. Voila, das ist ja heftig. Das ist crazy. Aber jetzt sei doch mal ehrlich, das ist doch nicht mehr normal. Ach, wie schlimm das aussieht. Also was da immer alles angespült kommt, ist einfach. Bei dem Holz und Kokosnüsse, ja, aber dass da immer Müll dabei ist. Das ist so eine Schande. Ey, ich schäme mich da richtig für die Menschen, wirklich. Ich schäme mich da. Also mir hat das einiges gezeigt. Boah, das ist wirklich Katastrophe. Ich chat, jeder von uns sollte sich von sowas Gedanken machen und wirklich versuchen, noch bewusster Müll zu trennen und auf solche Dinge zu achten oder nicht alles Mögliche ins Wasser zu schmeißen oder sogar, wenn du am Strand bist, aufpassen, wo du deine Schuhe, deine Sandalen oder was weiß ich was hinlegst. Ganz kritisch, wirklich. Weil am Ende das landet im Wasser und das verpestet die Gewässer und alles Mögliche, das ist wirklich gefährlich. Es ist doch nicht so schwer, einfach Sachen in den Mülleimer zu schmeißen. Ich verstehe das ja, wenn das irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen irgendwo ins Wasser fällt. Ich glaube nicht, dass jemand absichtlich Schuhe wegschmeißt, aber dieser ganze andere Plastikmüll, ey, da muss sich was ändern, wirklich, auf überall, da wo er herkommt. Geht ja nicht nur Müll wegwerfen. Guck mal, das Ding ist halt, ich kenne mich mit der Thematik nicht so krass aus. Meine Intention war einfach, dass ich das anspreche und einen auf den vielleicht den Leuten Denkanstoß gebe, damit die sich mit der Thematik mehr auseinandersetzen. So, das hatte ich im Kopf. Einfach euren Müll und schmeißt ihn doch in einen Mülleimer. Auch wenn er gerade nicht da ist, der Mülleimer. Ihr habt ja auch die Sachen da mitgenommen. Kann man sie da auch wieder einfach zurücknehmen. Also das hat mir echt... Das jeden Tag anzuschauen, jeden Tag, im Müll zu baden, quasi. Das fand ich ganz... Man merkt aber auch, dass der meiste von diesem Müll von da kommt, wo Leute irgendwie an den Strand gehen, da ihren Spaß haben und so weiter und so fort und vielleicht aus Versehen die Sachen zu nah ans Wasser stellen und vergessen, da liegen lassen sogar und das halt vom Wasser mitgenommen wird. Ich finde das einer der größten Problematiken, weil guck mal, wie viele Schuhe du da siehst. Das ist ja wirklich das Krasse dahinter. Und du siehst sehr viel Industriemüll. Zum Beispiel Firmen, die irgendwie ihre Schnüre oder irgendwas oder Plastikscheiß und so weiter und so fort irgendwo einfach nicht richtig entsorgen und dann landet das im Wasser und das fliegt durch die ganze Welt. Das ist furchtbar. Echt furchtbar. Lasst uns doch alle gemeinsam. Oder ein Fischernetz, weil die das verloren haben oder so. Das ist auch ganz schlimm. Wirklich, das ist richtig, richtig schlimm. Da gucken, dass jeder, der das hier sieht, einfach anfängt, einfach seine Sachen im Mülleimer zu schmeißen. Ich glaube, dann wäre schon viel geholfen.
Danke. Man sieht, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 7 Tage hier auf einer Insel. Sehr viel kommt tatsächlich aus Flüssen, weil alle fließen ins Meer und Leute denken halt, jo, der Fluss spült weg und fertig. Bin ich ein Idiot, dass ich diese Denkweise habe? Ich hatte niemals gedacht, dass das so ein großes Thema ist. Bruder, ich habe noch nie wirklich einfach ins Wasser Sachen geworfen. Noch nie. Ich kam nicht mal auf den Gedanken. Bruder, egal ob ich das gesehen habe oder nicht, ich wusste schon von selber, das macht man einfach nicht. Wieso schmeißt du irgendeinen Müll ins Wasser? What the fuck, wofür? Ich sehe das jeden Tag. Ich sehe jeden Tag, was hier angespült kommt. Und es ist einfach abartig. Alles abartig, wirklich. Ich frage mich, wie Kühlschrankteile es ins Wasser schaffen können. Die Sandmücken. Ich bin komplett verstochen, überall mit Sandmücken. Ah, diese Sandmücken, so nervig. Ich kann jetzt auch nicht mehr im Dreck sein. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es muss jetzt hier ein Ende haben. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es ist, mich zu waschen. Mich zu duschen, weil... Junge, Dusche mit so warmem Wasser muss ehrlich krass kommen. Stefan, mit deinem Lieblingsshampoo, dein Lieblingsduschgel. Boah! Junge, nach diesen 7 Tagen, das muss ja voll crazy für dich sein. Das wird wahrscheinlich das beste Gefühl sein. Wenn ich meine Kopfhaut, kommt da einfach Sand raus, oder was? Eine Woche nicht geduscht. Nur einmal Stuhlgang. Aber 50 Mal urinieren. Keine Zähne putzen. Keine Mundhygiene. Keine Hygiene überhaupt. Keine Fingernägel schneiden. Keine rasieren. Krass. Kein gar nichts. Das muss jetzt langsam ein Ende haben. Darum rauche ich mir jetzt schon kommen. Kann eh nicht runter. Sonne scheint nicht. Ich breche die letzte Kippe an, ja? Guck mal bitte, wie glücklich er ist, Alter. Das ist so cringe. Gerade so sein Face ist neutral. Sogar man könnte sagen, ein bisschen traurig, gell? Und nachdem er Kippe sagt, guck gleich sein Face. Weil, Junge, er lächelt, als ob er PlayStation 5 geschenkt bekommen hat. Runter. Sonne scheint nicht. Ich breche die letzte Kippe an, ja? Leute, die allerletzte Kippe. Guck mal, ich habe das jetzt anders umgerüstet. In meinem Überlebensset, wo die Kippen drin waren, ist jetzt mein toller Zunder. Der Ehrenbrä. Ey, das war echt ein tolles Video, Sascha. Das war echt ein gutes Hilfsmittel, muss man ehrlich sagen. Und die letzte Kippe ist im SD-Case. Ach so, ich werde die Kippe nur zur Hälfte rauchen. Das erste Mal Stuhlgang musste er unbedingt festhalten. Ganz Deutschland hat's gesehen. Danke für den Schatz. Ich hab's zum Glück nicht gesehen. Ich werd's mir auch nicht angucken, Mann. Guck mir bestimmt nicht an, wie ein erwachsener Mann kacken geht. Zum letzten Tag die andere Hälfte. Irgendwann am Tag. Egal. Völlig egal. Und heute seid ihr mal nicht mit dabei. Jetzt ist nur noch gestört. Passt auf. Nur noch krank. Tschüss! Ey, wie das aussieht! Was sind das für Aufnahmen, Junge? Es ist fast kaum noch Wasser. Vom Müll. Boys. Was ist denn da los? So, jetzt muss ich mal was loswerden. Ich reg mich wirklich auf. Irgendwas ist hier umprogrammiert. So lange ist das Wasser nie auf Flut. Das kann nicht sein. Und ich habe den ganzen Tag über schon irgendwie so ein Gefühl, dass sich hier was verstellt hat. Ja, die haben bei Insel Software Update gemacht, Knossi. iOS 17. Hat sich was verstellt. Entweder kommen wir in eine andere Jahreszeit jetzt rein, seit heute. Irgendwas, irgendein Magnet läuft anders. Und es regt mich auf. Weil ich habe meinen Rhythmus jetzt auf der Insel. Ich habe mich jetzt eingefunden. Glaubt ihr, bevor er abreist, trinkt er noch die Fanta Lemon Chat? Auf köstlich, schmöchlich, Schmackofazo mit Eiswürfeln? Das gibt's doch nicht. Ich kann gar nicht mehr runter. Dann auch noch keine Sonne? Oh, ich bete so, dass morgen und übermorgen gutes Wetter ist. Dass der Abschluss hier einfach grandios wird von den Bildern her. Auch von den anderen. Meine Bilder sind nicht besonders, aber die anderen machen bestimmt krasses Zeug.
Ah, by the way, es gibt nach der Folge nur noch 2 Folgen. Junge, ey, das tut mir immer so leid, wenn ich bei solchen Bildern pausiere, weil ich sehe manchmal, Leute gucken sich irgendwas von mir an und die pausieren immer bei auch solchen Stellen. Und das triggert mich unnormalst. Wallach. Das wäre einfach geil. Bitte, lieber Gott, gutes Wetter. Morgen und übermorgen. Es wäre so wichtig. Es wäre so wichtig. Fritz! So, kleines Update mal wieder. Ich lag natürlich jetzt nicht die ganze Zeit rum, sondern habe mehrere Schnüre, Taue auseinandergefriemelt, um Bauschnüre herzustellen. Das sieht aus wie einer dieser Fallen, kennt ihr, im Wald? Ja, ist natürlich viel zu viel. Aber es ist ein bisschen Beschäftigungstherapie. Was ein Löwe, Bruder. Er will Dings Einzelhandel aufmachen, Chat. Und das kostet nicht so viel körperliche Anstrengung. Muss ich mit dem Kopf konzentrieren, das ist gut, damit man was zu tun hat. Aber ich merke, dass ich körperlich nicht auf der Höhe bin. Deswegen eher so ein kleines Projekt zur Herstellung. Ein paar Schnüre. Ich beobachte auf jeden Fall hier schon die ganze Zeit wieder die Flut. Und was krass ist, ich war ja die ersten 3 Tage auf der anderen Seite und da ist wirklich nichts mehr, rein gar nichts mehr vom Strand zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, die Wellen da hinten, das ist übel krass, die knallen da 2-3 Meter hoch an die steile Klippe, da ist kein Fleckchen mehr. Mein Shelter, mein Lagerplatz, den ich da drüben hatte, der wäre futsch. Das Lagerfeuerlied! Damit wäre ich komplett unter Wasser, also die absolut richtige Entscheidung, da auch in der Nacht umzuziehen. Und dann in der nächsten... Abo, starte mal 7 vs. Coach. Yo! Lass die Coach aus dem Spiel, Mann. Ich kriege eine Aktion, das Lager hier aufzubauen. Sonst wäre ich da drüben komplett abgesoffen. Ja, jetzt haben wir Schnüre. Jetzt müssen wir noch überlegen, was wir damit Schönes machen. Ah. So, zum Thema Tageschallenge werde ich heute natürlich leider komplett reinscheißen, weil die Sonne nicht da war. Und ja... Sad. Was soll ich machen, ne? Es ist auch alles komplett klitschnass, also... Ja, von daher, ich hatte vorhin 24,5 Grad als Tiefstemperatur und nehme jetzt einfach Körpertemperatur 32,5. Stellt euch vor, er hätte Fieber, seine Mutter, und er misst so seine Stirn, es ist bei 100. Er so, ja, Challenge gewonnen, und er fällt dann in Ohnmacht plötzlich. Ihm geht's nicht gut, aber er freut sich über die Punkte. Das logge ich jetzt. Ist 32,5 schlecht? Ist schlecht, oder, Chat? Das muss so ein 24,5, 32,5. Kann ich mir das merken? Sehr schlecht. Normaler Mensch hat 37. Heftig. 32 ist tot. Töbert, er lebt noch. Es ist ja noch kein Sonnenuntergang. Aber ich habe nur noch eine Stunde und, also ungefähr, man sieht die Sonne so ganz leicht durch die Wolken dadurch. Ich denke, in einer Stunde wird es dunkel sein. 24,5, 32,5. Das ist wirklich, also damit mache ich den letzten Platz mit der Messung. Sage ich euch, wie es ist. Einmal irgendwie kurz eine Flamme mit dem Feuerstahl an oder irgendwas. Der letzte kannst du so oder so nicht sein. Sabrina und Nova sind beim Livestream-Chat. Oder wenn du ein Bowdrill-Set hast, nochmal anreiben. Zack. Aber bei der Feuchtigkeit keine Chance. Ich denke, damit mache ich den letzten Platz bei der Challenge. Aber gut. Ich habe trotzdem versucht, alles zu geben und den Umständen entsprechend zu handeln. Sorry. Was ist los? 23,7. Ja, da haben wir neuesten Tiefstwert. Stimmt, Sascha hat nicht mal ein Ergebnis. Junge, sein Apparat ist einfach kaputt. Der Schlüpper hier über dem Kopf ist übrigens gegen die Moskitos. Das ist ja wirklich seine Unterhose. Dann lass ich so runterhängen, so, dass nur noch die Nase rausguckt, dann kriege ich Luft. Aber ich wollte noch mal was anderes sagen, weil das damals auch oft gefragt worden ist, auf was ich mich essenstechnisch am meisten freue, wenn ich zurück bin. Und wir werden das Thema einmal ganz kurz aufmachen. Ich halte mich kurz. Und zwar bei meinem Lieferdienst, dessen Namen ich nicht nennen werde, weil nachher bestellen da plötzlich alle und ich kriege nichts mehr. Okay. Aber es wird geben eine Portion normale Pommes, eine Portion Süßkartoffelpommes, dazu einmal Mayo, dazu einmal Ketchup und ein Halloumi-Burger mit so einer supergeilen Soße. Das ist das Ding, essenstechnisch. Heftig. Halloumi-Burger, guck mal, ich habe damals Halloumi-Burger bei Burger King gegessen. Bruder, der war nicht schlecht. Halloumi ist ja so Käse. Ich mich am meisten drauf freue.
Oh, ich sehe es wirklich vor mir. Ich klapp's auf. Wird eingespitzelt. Pommes, Vorspeise, ganz klar. Und dann gibt's den schönen Burger. Und dann lege ich mich zurück, atme einmal tief durch. Ah, und bin glücklich. Let's go. Ich habe eine wunderschöne Geißelspinne. Wo? So, ich sehe gar nichts. So, hab sie. Die lassen sich einfach fallen, diese Mistviecher. Ich sehe gar nichts. Jetzt habe ich dich aber. Bringen Sie mal gerade kurz ins Licht. Sind Sie gleich besser? Ah, jetzt! Okay, hier haben wir sie. Ein wunderschönes Exemplar. Die sieht aber ernst cool aus. Eine Geißelspinne. Boah! Mein absolutes Lieblingstier. Ich bin happy. Stell dir vor, der springt in sein Gesicht. Das wäre so eine lustige Aufnahme. Ich bin happy. Und in seinem Mund einfach Chat. Geil. Hab's endlich geschafft. Das ist ja nice. Um euch zu fangen. Sind im Übrigen absolut ungefährlich. Die haben so zwei kleine, sieht man auf der Kamera gar nicht, doch. Dieses angewinkelte. Diese kleinen Geißel nennt man die. Das sind so eine Art Blindenstöcke. Denn diese Spinnen sind vollkommen blind. Ganz hoher Proteingehalt, habe ich gehört, Chat. Nur den Unterschied zwischen Tag und Nacht wahrnehmen. Deswegen ist sie jetzt wahrscheinlich gerade dabei gewesen, rauszugehen. Das Tier hier ist noch nicht ganz ausgewachsen. Das ist so subadult. Subadult? Ja. Müsste vom Körperbau her ein Weibchen sein. Die sind schon im subadulten Stadium. In der Egal, was man sagt, der Mann hat Ahnung, Chat. Voila, er hat Ahnung. Kann man sagen, was man will. Lage dazu, Babys zu produzieren. Unglaublich schöne Tiere. Kommen, wie gesagt, in tropischen Gefilden vor, besonders da, wo viel Wasser unterwegs ist. Also dort, dort fühlen sie sich wie zu Hause. Und die gibt es in allen Größen. Tatsächlich sind Geißelspinnen mit die größten Spinnentieren. Es gibt, glaube ich, 200 Arten, wenn ich mich nicht irre. Ja, sehr schönes Tier. Unglaublich geiler Fund. Sowas macht mich glücklich. Genau deswegen bin ich losgezogen. Wir haben einen Skorpion gesehen, zumindest mal ganz kurz. Für eine Millisekunde hoffe ich doch. Und wir haben eine Geißelspinne gesehen. Genau die beiden Tiere, die ich hier erwartet habe. Bug, dieser Fokus von der Cam triggert mich auf ganz anderen Ligen. Und die beiden Tiere, die ich gefunden habe. Es ist einfach schön. Die sind so anmutig, so grazil, dabei so ungefährlich und intelligent. Geißelspinnen können tatsächlich ihre Umgebung in so einer Art 3D-Map grafisch einspeichern. Das ist im Tierreich, soviel ich weiß, bei Wirbellosen, was ziemlich beeindruckend ist. Genial, ich liebe sie. Ich liebe sie über alles. Es sind so schöne, anmutige Tiere. Geil. Ich lasse sie mal zurück in den Wald. Idealerweise wieder ins Unterholz wie gerade eben. Und ja. Komm, geh. Jawohl. Und weg ist sie. Tschüss. War schön mit dir. Unglaublich schöne Tiere. Ich liebe es. Und wenn man jetzt sie antippt, ja, dann ist sie blitzschnell weg. So. Damit habe ich... Dass er so viel Ahnung von so einer random Spinne auf der Insel hat, das ist wirklich Flex. Okay, vielleicht für euch ein langweiliger Flex, aber auch zum Beispiel, dass jemand Mathematik-Skills seinem Vater hat und irgendwelche Gleichungen auswendig kennt, das ist ja auch krass. So, nur weil es für uns jetzt vielleicht nicht interessant ist, heißt das ja nicht, dass es kein Flex ist. Ich, bis auf die Wanderspinne, alles gefunden, was ich hier suchen, beziehungsweise alles gefunden, doch, alles gefunden, was ich hier gesucht habe. Ich bin erschöpft. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen hinsetzen, klarkommen, mich freuen, was es gerade überhaupt war. Und ja, war eine schöne kleine Abendbeschäftigung. Sobald es gleich dunkel wird, kann ich den Code Green rausschicken und sagen, dass mir super geht. Oh, Schluck auf. Und anschließend lege ich mich schlafen. Ich werde schlafen wie ein Baby. Hoffe ich doch. Heute war ein wunderschöner Tag, ich sag's ganz ehrlich. So geil, ein Teil hiervon sein zu dürfen und an diesem geilen Projekt teilnehmen zu dürfen. Ich kann es auch nicht oft genug sagen, weil es einfach die Wahrheit ist. Ich genieße jetzt noch den Sonnenuntergang und bin dankbar für diesen geilen Tag. Die letzten Tage gingen viel zu schnell vorbei und
hoffe, dass die nächsten Tage noch ein bisschen länger dauern. Es ist schön. Es ist einfach nur schön. Mir kommt gerade echt die Tränen, das ist krass. Das ist aber süß. Ich dachte mir gerade, Bruder, wieso kommt der jetzt wieder mit einer Rede, obwohl der meint, erstmal bin ich offline. Aber bei Gott, das war süß. Er ist dankbar. Eine Thermogun kaputt. Wir sehen Sascha zum ersten Mal jetzt, gell? Tiss, dass ich sie kaputt gemacht habe, wie auch immer. Euer Herrsch. Diese Muscheln suchen für Paulina. Ja, hab drei gefunden. Auch wenn sie nicht die schönsten sind, ist nicht so einfach hier bei dem Steinstrand. Ah, ich hoffe, sie freut sich. Kleine Aufmerksamkeit. Ja, ich finde die hier eigentlich ganz schön. Also die linke, die hier. Du bist ja voll der süße Freund, Herrst. Ja. Leihwand. Jetzt habe ich da auch noch eine Halskette gebastelt. Natürlich aus natürlichen Bindematerialien. Ja. Und? Passt doch, oder? Ah ja. Ach, Freunde. Jetzt wird schon sehr einsam. Junge, seinen Haaren geht's überhaupt nicht gut. Die sind wirklich komplett am Ende. Ich habe mich jeden Tag einfach voll auf die Challenges fokussiert. Ja, auch heute wollte ich das tun. Aber ja, fällt aus. Aber mir fallen schon noch Dinge ein. Die Kokosnuss, die da hinten, die will ich unbedingt noch runterholen. Mir fällt schon was ein. Aber ja, man hat halt manchmal nicht so die Energie, um Dinge anzugehen. Oder man kann einfach nicht mehr. Und von dem her einfach durchbeißen. Und so schnell kann es gehen. Hier das nächste Loch in meinem Fuß. Wieso? Steigst einfach zack und bumm. Komplett durch meine Sohle, durch der gesamte Nagel. Zack, steckt. Das Ding ist halt, dass er die Challenge nicht machen kann, hat ihm richtig viel Motivation geraubt, Chat. Zu drehen. Naja, blutet auch schon. Sehr schön. Was ist los? Seht ihr da entlang die großen Steine? Ich habe jetzt mal alle platziert. Einfach um das Ganze ein bisschen zu fixieren. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur sehr wenig. Aber wenn es nur ein bisschen was bringt, ist ja schon gut. Aber jetzt bin ich dafür wieder K.O. Ah, die Steine, die ich hingelegt habe, sind auf alle Fälle schon wieder nass. Weil das Wasser schon wieder wumm dagegen prescht. Da drüben geht es auch immer richtig zur Sache. Ey, guck mal, wie krass das gerade aussah. Dagegen prescht. Bruder, wie sich das hier die ganze Zeit verbindet, gell? Das sieht so ganz normal aus. Das hat so eher so eine bräunliche Farbe. Und wie das hier reinkommt, voll weird. Subhanallah. Da drüben geht's auch immer richtig zur Sache. Boom. Ah ja. Eine fette Welle von da drüben, und die hier kommt. Gute Nacht. Und schön langsam. Sascha hat dort geschissen, schreibt jemand. Neigt sich auch dieser Tag dem Ende zu. Heute war wieder einiges los von den Gewittern, den stundenlangen da drüben stand ich nur da und sehr emotionale Vibes, sehr emotionale Gefühle kamen hoch. Ah, richtiger Real Talk war am Start. Ey, ihr müsst euch bedenken, guck mal, Lebensmittelvergiftung, er benutzt nur einen Gegenstand, okay, muss er nicht, aber trotzdem, ich zähle das mit. Dann er schafft die Challenge nicht, Bruch sein Vater, ihm geht's nicht gut. Dann einen Nagel im Fuß gestochen. Ah, genau, Nagel im Fuß. Dann eben die völlige Eskalation noch am Morgen. Das Teil funktioniert leider immer noch nicht, ich habe schon öfter versucht. Wäre auch super für mich gewesen, um die Zeit einfach, damit die Zeit schneller vergeht, alles zu testen, probieren, hätte ich sehr gerne gemacht. Aber ja, mit Laser und so war eigentlich klar. Nichtsdestotrotz, immer noch ereignisreich. Ich dachte mir, boah, jetzt irgendwann, boah. Boah, ich habe das Gefühl, er weint gleich. Es kann doch nicht sein, dass jeden Tag was Neues passiert, aber ja, irgendwie geht's dann doch. Ich
werde jetzt versuchen und hoffen, dass ich schlafen kann. Natürlich werde ich wieder stundenlang die Nacht wach sein. Das Wasser beobachten, das jedes Mal dagegen prescht. Und ja, in der Hoffnung, dass da nichts zusammenbricht und ich nicht irgendwie stecken bleibe und ertrinke. Also wirklich, das ist so meine größte Sorge. Das Wasser ist unberechenbar, die See ist unberechenbar. Das ist mir bewusst und deswegen bin ich da lieber wach und ja. Aber ich habe es wieder geschafft, nicht aufzugeben. Trotz der vielen Verwundungen, Stiche. Er hat wirklich Schmerzen, krass durchgezogen. Krass Ängste. Durchgezogen. Boah, und ich bin wieder sehr, sehr stolz auf mich. Kann ich nur sagen, für mich bin ich schon weit über meine Grenzen hinausgegangen. Für mich bin ich schon. Ich frage mich, ob man in der finalen Folge deren erstes Aufeinandertreffen sieht. Das wäre voll spannend für mich, wenn die sich austauschen, ein bisschen drüber reden und so. Das wäre richtig cool. Mega, mega stolz. Ich habe auch immer wieder tagsüber immer noch Übelkeit, aber die ist nicht mehr so häufig wie die letzten Tage, wo ich wirklich fast durchgehend war und Schwindel. Ja, ist nicht mehr so häufig, aber darf man auch nicht unterschätzen, weil es auf alle Fälle noch da. Und das ist halt schon heftig, wenn du wieder schlecht ist und du zitterst und du schwindelig und alles zusammen und dann nicht aufzugeben. Ja, aber ich versuche an solchen Momenten auch nicht immer die Kamera zu zücken, weil ich will ja auch nicht immer jammern. Ich versuche einfach das Positive zu sehen, mental nicht aufzugeben. Aber mein Körper sagt mir schon längst, es ist Schluss. Hör auf. Morgen. Guck mal, was ein süßer Brie. Er sagt das, was wir denken, Chat. Voila, er sagt das, was wir denken. Und darüber beschwert ihr euch ja auch bei manchen Teilnehmern. Weil manche Bruder, die sind sich die ganze Zeit gefühlt nur am Beschweren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das, was manche, die zugucken, abfuckt. Und deswegen, er will sich nicht zeigen, wenn er immer seine Downphasen hat. Aber irgendwo, man muss auch verstehen, dass es halt dazugehört. Morgen ist Tag 7, heute noch die Nacht. Die wird, wie gesagt, das ist für euch ein Klick oder eine neue Folge. Für mich ist es eine lange, lange Nacht. Und morgen geht's weiter. Tag 7. Und eins, der finale Tag einfach. Das schwirrt mir schon den ganzen Tag bzw. die Tage durch den Kopf. Ich habe viel Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken. Sehr viel Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken. Und ich möchte einfach Danke sagen. Danke an euch. Ihr spielt dabei so eine große Rolle, dass ich mir das Leben so gestalten konnte, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte und mit Fitness jeden Tag euch motivieren, begeistern und inspirieren kann. Es ist eine unfassbare Ehre für mich, dass ihr mich so krass supportet, vor allem noch mit so einer Reichweite, dass ihr so viel Liebe austeilt. Es ist unvorstellbar. Ich wollte einfach Danke sagen. Danke, dass ich durch euch meine Berufung gefunden habe und einen Beruf ausüben kann, der kein Beruf ist, sondern wie gesagt eine Berufung. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an jeden einzelnen von euch für die heftige Unterstützung auf YouTube, Instagram und so weiter. Süße, sentimentale Rede an der Stelle, wirklich sehr sweet. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen und die letzten Tage haben es mir nochmal wirklich klar gemacht. Vielen Dank. Hätte ich nie geglaubt. Warte, gibt er auf? Nein, er zieht durch, hundertprozentig. Ich küsse dein Herzen. Wir sehen uns. Nein, nein, er gibt doch nicht auf. Was redet ihr? Hello again. It's me, Knossi, from the Eili. Ja, ganz komisch heute. Ich meine, die Sonne geht jetzt unter und die Flut ist immer noch da. Ich gehe ja immer im Dunkeln, will ich ins Bett gehen, obwohl mein Bett natürlich auch pitschnass ist. Habe ich auch das erste Mal jetzt so. Aber dann will ich mich ja immer noch mal am Bach unten, also Bach, an der Ringrinne, mich sauber machen. Aber es ist immer noch Flut da. Ich habe gerade... Ey, das ist mir auch noch überhaupt nicht passiert. Oder ist mir das schon passiert? An der Palme auf jeden Fall nicht. Ich habe mich hier draufgelegt.
Ich muss aber zugeben, okay, kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt kritisieren, so. Vielleicht möchten die das beibehalten, dass jede Folge so lange ist. Aber was vom Gefühl, ich kann mich vielleicht irren, aber seitdem Sabrina und Nova rausgeflogen sind, ist das Pacing noch schlimmer geworden, Bruder. Weil damals jeder Teilnehmer hatte so eine gewisse Zeit in der Folge, da wurde nicht übertrieben. Aber jetzt merkt man, dass jeder Teilnehmer noch länger drinnen ist, um noch auf die genau gleiche Länge an Zeit zu kommen wie davor. Und dann bin ich einfach vor lauter, ey, es ist mega hart, aber dann bin ich... Sehr viel Podcast-Action auf jeden Fall. Tatsächlich, das war mein Kissen. Eingepennt kurz. Ich habe keine Ahnung. Lang kann es nicht gewesen sein, aber ich bin wirklich eingepennt. Ich habe versucht, im Himmel zu schauen, wo lang die Wolken ziehen, um ein Resümee zu haben, wie das Wetter wird, aber hier bewegen sich die Wolken gar nicht. Es ist hier irgendwie so, habe ich gemerkt. Und so bin ich dann wieder hoch wie so ein Rentner. Es ist so, unter den Wolken sind nochmal Wolken. Und das sind die Grauen dann. Oh, aber wenn ich da rausgucke, nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, oder? Bitte nicht. Bei Staffel 1, wenn jemand rausgeflogen ist, sind die Folgen deutlich kürzer geworden. Keine Ahnung, was das so... Das ist das, was mich ein bisschen verwirrt. Ich verstehe das gerade nicht. Ich würde ja verstehen, wenn die Folgen sogar die gleiche Länge hätten, aber das Pacing ist viel krasser. Aber ist halt nicht der Fall, verstehst du? Ist nicht dein Ernst, oder? Bitte nicht. Zieht das nach links? Was ist das? Wenn das hier hinzieht, werde ich heute gar nicht schlafen. Wie krass das aus seinem Wasser. Wenn es Gewitter gibt, oder dann sitze ich hier die ganze Zeit wieder so. Dann wird auch mein Bett nicht trocken sein. Ich glaube, dann hänge ich die Hängematte ab. Und pack die in den Sack. Dann ist sie nur ein bisschen nass, so wie sie jetzt ist. Sehr schlau, Freiherr. Oder? Ja, die Sonne geht unter. Und ich habe von Sascha wieder nichts gehört, ne? Ach, ich freue mich so. Sascha! Hier, unsere Frisur, Brüder. Wenn ihr das Making-of gesehen habt, haben wir uns im Hotel noch. Ah, er bei mir, ich bei ihm. Übermorgen sehen wir uns. Ja, ist natürlich schlau, dass die Hängematte einfach abhängen, wenn es regnet. Und dann hänge ich sie halt nachts wieder auf mit Stirnlampe. Das ist scheißegal. Krieg ich doch hin, einfach wieder zack, 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 paar Knoten. Oh, ich bin so dumm, ich mache mir echt Probleme, wo keine sind. Sascha! Sascha! Es ist Sonnenuntergang! Sascha, bist geppert oder was? Oha! Was geht jetzt, Mann? No fucking excuse! Ey, ich weiß gar nicht, woher die Energie kommt, muss ich mich sofort hinlegen. 5 Kokosnüsse, 5 getrunken, 2 davon das Fleisch noch gegessen, eine 6. Kokosnuss wieder ausgekotzt, weil... Boah, die 6. war echt eklig. Gegessen. Mehr war es die 6. war echt eklig. Überleg mal. Vielleicht morgen noch eine. Und Resümee des Tages. Scheißwetter. Halben Tag Regen. Challenge hoffentlich sehr gut. Wenn die anderen nicht auch so weit gedacht haben. Und wir sind wieder einen Schritt näher an Frau, Kind, Familie. Und das ist wichtig. Und an den Menschen, an den Kandidaten. Ey, darauf komme ich richtig oft gar nicht klar. Also nicht, dass es irgendwie weird ist oder so. Also doch weird in gewissermaßen. Aber es ist für mich immer so schwer vorstellbar, dass er Vater ist. Gell? Aber er hat ein Kind-Chat. Das ist voll heftig. Weißt du, was ich mir Sorgen mache? Hat meine Frau es gepackt, in den Flieger zu steigen? Die müssen ja jetzt im Flugzeug sitzen oder schon da sein. Ich weiß es nicht. Hat die das gepackt? So Sorgen habe ich. Schafft die das? Ich sag gute Nacht. Oh, der Tag geht zu Ende. Alhamdulillah, Chat. Ah, okay, die drei hier haben es eh nicht geschafft, deswegen, ich störe hier gar nicht. Nova, Sabrina und Sascha haben es nicht geschafft und hier jetzt kommen die Ergebnisse. Puh.
Boah, warte. Platz 1, 7 Punkte Knossi. Platz 2, 6 Punkte Otto. Platz 3, 5 Punkte Joris. Platz 4, 4 Punkte Fritz. Boah, hat sich doch bestimmt übelst drüber abgefuckt, oder? Ah. Knossi am Rasieren, der Bri. Die Top 3 wird wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt, wer in die Top 3 kommt, wirklich. So, ich habe noch ein bisschen Upgrade gebaut. Krass, sieht man schon nicht. Es ist ja gar nicht so dunkel. So, da draußen tobt immer noch die Flut. Und ich habe hier so eine schwarze, naja, nicht plan ist das, sondern ein bisschen fester. Diese ganz, ganz feste Teichfolie. So, als Wind- und Regenschutz hingebaut. Jetzt hole ich gerade schön meine Socken raus, denn es gibt ja nichts Schöneres als trockene und warme Füße am Abend. Warme Füße. Die sind bei mir so ein Heiligtum, die Socken, muss man sagen, weil ich wirklich hingehe und die tagsüber nach eher bin ich barfuß unterwegs. Hattet ihr das schon mal, dass ihr zu Hause keine frischen Socken am Start hattet? Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber wenn ich zu Hause keine frischen Socken hab, Bruder, ich krieg einen Schaden. Da müssen immer frische Socken und so Unterhosen und so am Start sein. Bruder, mir geht's gar nicht gut. Mir geht's so, ich krieg sonst Absturz. Ja, ja, du bist nicht der Einzige. Bruder, ganz schlimm. Bin ich barfuß unterwegs oder hier in diesen Flipflops, die ich da gefunden habe, und hab die trockenen Socken immer schön bei mir in der Brusttasche, dass sie nicht nass werden, und hab einfach trockene Füße abends. Ich kann ohne Socken anzuhaben nicht schlafen. Was? Kalito, alle werden sagen, du bist wohl jetzt sein Vater jetzt. Perfekt, gerade in so feuchten Klimazonen. So, damit sage ich, gutes Nächtle. Von Tag 6 auf Tag 7. Nur noch eine Tageschallenge. Nur noch zwei Nächte. Bam, Baby. Und dann ist das Ganze hier leider schon vorbei. Ich habe meinen kleinen Spot schon lieb gewonnen. Wenn ich hier länger wäre, würde ich erstmal ein Müllboard organisieren. Müllboot. Und alles vom Müll reinigen. Aber ich habe mir schon so meine Plätzchen ausgesucht. Ist schon ein wunderbarer Ort. So, euch allen da draußen eine tolle Nacht. Ey, kann es sein, dass ihr unter euch mehr Empathie habt als gegenüber mir? Erstmal Hashtag Free Abu Julo. Letztens, ich hab gesagt, ey Freunde, ich weiß, ihr werdet es weird finden, aber ich schlaf manchmal mit Socken und so, ich fühle das voll. Ganzer Chat, oh mein Gott, Abu, ah, wegen dir beginnt bald dritter Weltkrieg und so, alle eskalieren. Kalito sagt, ich sag, Bruder, ey, pass auf, die Leute sind da toxisch. Alle so, hä, mit Socken schlaf, ich fühle das voll. Puschelsocken, richtig nice, what the fuck, was redest du und so. Scheiß drauf. So, Freunde, wir haben wieder mal mitten in der Nacht. Ich kann natürlich wieder nicht pennen, habe echt Schmerzen. Aber es ist nicht mehr lange. Und da habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Wir gehen mal schön nachts zusammen in den Dschungel. Wollte ich eh machen. Und dann machen wir es jetzt, genau jetzt. Ist ein bisschen blöd, ein bisschen ekelhaft, weil meine Schuhe noch voll nass sind von gestern Abend und ich meine schönen trockenen Socken jetzt ausziehen muss. Aber egal, ich will nachts in den Dschungel. So, wir sind nachts unterwegs. Chat, er steht sich einfach selber im Weg. Wieso geht er nachts in den Dschungel? Bruder, was hast du vor? Ja, Brandung kann man nicht erkennen da unten. Wir müssen aufpassen, sorry, einmal konzentrieren. Hier nicht abschmieren, denn da geht's schon runter. Einmal The Jungle at Night. Was ich jetzt ja gerne mal machen würde, ich würde jetzt gerne mal hinten gucken, ob wir in den Mangroven vielleicht, obwohl die Flut kommt gerade auch schon, oh, ein bisschen blöd. Man sieht einfach nichts. Vielleicht nix. Augen von der Krokodil sehen können oder sowas. So, ich bin jetzt mal ein bisschen leise, weil wir jetzt hier ankommen bei den Mangroven. Das Ding ist, am Anfang der Reaction haben ein paar Leute irgendwie geschrieben im Chat hier. Haben nicht böse gemeint, aber manche meinten, ey, Otto hat voll wenig Action gemacht. Ich hätte irgendwie mehr erwartet. Bruder, was willst du? Willst du, dass er stirbt? Soll er tot umfallen? So,
auch so eine Frucht, wo ich mir überlege, was ist das? Sieht echt eigentlich lecker aus. Aber dürfte recht hart sein, probiere ich jetzt aber nicht. Letzten Tag Magenverstimmung muss nicht sein. So Freunde, ich glaube, man sieht einfach zu wenig. Wenn wir uns hier im Dschungel gemeinsam fortbewegen in der Nacht, was natürlich ein bisschen blöd ist. Ich glaube, dass gerade nachts man hier so viel sehen könnte. Man sieht gar nichts! Bruder, sogar wenn du ein Krokodil siehst, wie sollen wir es sehen? Ich kann es halbwegs gut sehen mit der Lampe. Aber ich glaube, ihr leider nicht. Ist mal krass, man hört nachts natürlich auch ganz andere Geräusche von Tieren. Und die ganzen Insekten, die man tagsüber nicht hört. Manche geben echt irre Töne von sich. Ich gucke mal so ein bisschen natürlich die Bäume ab. Gerade wenn es was Größeres ist, weil Schlangen natürlich auch nachts aktiv sind. Schlange wäre Schmackofazo. Boah, als Kind, ich wollte immer eine Schlange haben, Freunde. Ich wollte immer eine Schlange haben. Ach du Scheiße. Viele Schlangen. Boah, ich hatte so Bock. Nicht alle. Manche, meiste laden sich ja tagsüber erst mit Hitze auf. Aber es gibt auch Nachtaktive. Meine Hoffnung ist ja immer, dass wir irgendwo mal ein paar leuchtende Augen sehen. Oder Reptilien irgendwas. Generell finde ich richtig cool. Wenn es nur so ein Lego an ist oder so. Aber die pennen wahrscheinlich nachts. Ach, guck mal, hier ist er, der schläft da. Seht ihr ihn? Hey, Kollege. Fein, alles gut. Ich wollte dich nicht auf. Yo! Hey, Kollege. Der Brief war ein bisschen am Giddy, Junge. Guck mal, wie süß der aussieht. Putzi, kutzi, kuckucku. Süß, fein, alles gut. Ich wollte dich nicht aufwecken. Entschuldigung. Oh nein, er schläft. Oh nein. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Reptilien auf der Dings gibt, auf der Insel. War das eine Eidechse oder was war das? Leguan, glaube ich auch, ja. Jetzt wissen wir, wie er schläft. Er legt sich einfach hier hin und ja. Also schade. Ich weiß, ihr könnt wahrscheinlich nicht viel sehen, weil die Stirnlampe echt nicht so hell ist. Stellt euch vor, Abu streamt, während er eine Schlange um den Hals hat. Boah, du bringst mich auf Ideen, Bruder. Stell dir vor, ich mach 30er Stream, gell, 30 Stunden. Irgendwann mal dies so um meinen Hals, ich schlaf aus Versehen ein, Bruder, die erwürgt mich. Gott bewahre. Gott bewahre. Stellt euch vor. Mit Absicht, damit wir alle nicht wild durch den Dschungel leuchten, um uns zu beruhigen. Aber ich will mich nicht beruhigen, ich will mit euch Sachen entdecken und sehen. Wir haben zumindest mal einen Leguan gesehen, das ist auch ganz schön. Oder Echse oder was weiß ich, was war. Der ist eigentlich ganz cool, das ist eigentlich mein kleiner Freund. Einen Namen habe ich noch nicht gegeben. Der läuft hinten auf beiden Beinen. Sieht voll cool aus, wenn er läuft. Und ja, Hochwasser oder Flut war eigentlich schon so hoch, dass wir jetzt nicht mehr in die Mangroven gekommen wären, die auch komplett überflutet werden. Ich würde gerne mal wirklich nachts in die Mangroven gehen. Eine Nacht bleibt uns ja noch. Da wäre das natürlich Versuch wert, bei Ebbe nachts in die Mangroven. Ich würde mir so feiern. Bräuchte natürlich eine geile fette Taschenlampe, weil da kann man die Tiere von weiter Entfernung schon sehen oder die Augen leuchten sehen, sich dann langsam an. Boah, wisst ihr, was ein Flex gewesen wäre? Stell euch heute gesagt, ich brauche keine Machete. Ich nehme lieber so eine Taschenlampe mit, Bruder, um gute Aufnahmen für die Community zu machen. Boah! Ich höre schon so. Gut, der hat ja eben, unser Kollege da, die Augen zugehabt. Haben wir erst in letzter Sekunde gesehen. Er tut mir ein bisschen leid, ich wollte ihn nicht aufwecken. Ich mag ihn, er ist super. Er ist auch, hat eigentlich gar keine Angst. Also ich wasche mich irgendwo oder tank Wasser und er ist 1,50 Meter neben mir. Er findet mich ganz, ja okay, der ist halt da und ich finde ihn gut. Das war Boomer Action mit ihrem Otto. So, gutes Nächte. Ich werde jetzt die letzte halbe Kippe. Stimmt, er wollte sich gönnen. Vor Ende. Mehr rauchen, weil überfordert mich gerade alles. Extrem. Was ist hier für Sounds überall? Hängematte nass. Kalt ist es auch, muss man auch mal dazu sagen. Es ist wirklich nicht angenehm heiß hier, wie man es einschätzen mag. Es ist wirklich so, wo wir zu Hause sagen,
19, 20 Grad, ich ziehe mir ein Jäckchen über. Wirklich wahr. Kommt natürlich auch durch den Wind und sowas. Und ist mir jetzt egal. Das ist die letzte Kippe. Ist mir auch wirklich wurscht. Also, ich glaube deswegen, hab sie mir gut eingeteilt. Zwei Nächte vorher geht sie halt drauf. Ja, wäre auch witzig gewesen, hätte ich am ersten Tag alle weggeraucht, ne? Aber das passiert. Boah, das wäre lachig gewesen. Stell dich vor, am ersten Tag, Bruder, er raucht einfach auf Kette. Ja, natürlich nicht. Das ist so ein Scheiß auf alles. Achtung. Ihr kriegt die volle... Ja, komm. Ist ja immer das Gleiche, ihr kennt's ja. Frage ist nur, krieg's auf, ne? Krieg's an. Ich muss nur die jetzt. Es ist sonst too much. Einfach jetzt. Es ist sonst too much. Bruder, wieso gehst du nicht einfach schlafen? Es ist mitten in der Nacht. Es ist der Moment. Wenn der Moment passt, passt der Moment. Weißt du, was ich meine? Wenn der Moment da ist, ist das der Moment. Wenn du meinst, das ist jetzt so, dann ist das jetzt so. 7, glaube ich, hatte er insgesamt mit Melike. Stimmt nicht hin, ey. Scheiße. Komm. Nichts mehr. Scheiße. Bambus geht nicht mehr. Der Bambu geht nicht mehr. Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich war Experte. Ich habe alles geschafft. Bruder, ich finde, diese Funken sehen richtig cool aus, findet ihr nicht? Während man versucht, das anzumachen, auch dieser Sound, voll krass. Ja. Das war's. Die letzte. Boah, ich glaube, die Nacht wird hart. Feuerstein, ehrlich, Lifehack. Feuerstahl, oh sorry, Feuerstein, Brudi. Da war ja was. Diese Nacht wird brutal. Hat's schon wieder geblitzt? Diese Nacht wird für mich wahrscheinlich die schlimmste. Ich kann's nicht sagen, wie viel ich in den Nächten geschlafen habe, aber es kommt mir immer vor wie kurz eingenickt, aufgewacht, der Mond steht noch an der gleichen Stelle. Überlegt, viele Sachen durch den Kopf gegangen. Oh, die brennt auch noch schlecht ab. Also, bei 7 vs. Wild die letzte Kippe, die falsch abbrennt. Eine Kippe kann falsch anbrennen? Hä? Es wäre gut, wenn ich heute nochmal gut Schlaf finde, weil morgen werde ich zu aufgeregt sein zum Schlafen. Weil dann ist fertig übermorgen. Da brauche ich auch keine Kippe. Ja, so Seitenbrand-like, ja. Holen die mich mit dem Boot, hab ich alles wieder. Was ich will. Hoffentlich hat es meine Frau geschafft. Das war ja meine Idee. Dafür wurde ich viel abgefeiert. Und da fällt mir ein, ich habe mit Sascha Huber 10.000 Euro gewettet. Man muss aber sagen, sowas wünscht man sich doch eines Tages, oder Chat? Du weißt auf jeden Fall, dass du die Person, die du an deiner Seite hast, wirklich liebst, wenn du sie so krass vermisst und Sehnsucht nach ihr hast. Voilà, das klingt vielleicht für manche Männer cringe, dass ich das so sage. Aber es ist so. Es ist ernsthaft so. Weil guck mal, wenn du nicht an deine Frau denkst oder sie vermisst oder was weiß ich was, was ist da überhaupt für so Emotion zwischen euch? Wer länger drin bleibt? Sascha! Sascha, du wirst es doch geschafft haben, oder? Ich weiß noch, der Moment, wir machen es morgens beim Frühstück. Vielleicht habt ihr das gesehen, in irgendeinem Making-of-Party. Die haben uns gefilmt dabei, glaube ich. Meinte Sascha, schlage ich das vor? Und das hat ihn so beeinflusst. Er war danach nur noch, scheiße, 10.000 Euro, 10.000 Euro. Und so, der war auf einmal ganz anderer Kampfgeist. Ich hoffe, es hat ihm geholfen. Fällt mir jetzt erst wieder ein, ey. Und wenn wir es beide schaffen, natürlich nichts. Ist ja klar. Das war's. 2 Nächte. Ich wusste doch eigentlich, du bist heimlich verheiratet und hast 5 Kinder. Was für heimlich? Ich sag doch, Chat, ich bin verheiratet und hab nicht 5, sondern 8 Kinder. Wieso macht ihr diese Filme? Ich verstehe, ich bin offen und ehrlich damit. 1,5 Tage. Ohne Kippen. Da scheiß ich drauf. Ich hab das irgendwie jetzt schon so drin. Die Kippe weiß ich auch ganz anders jetzt wahrzunehmen. Ne?
Sonst im Überfluss 60 Stück, Eikos, dies, E-Shisha mal gezogen. Alles, brauchst du alles nicht. Der Brie hat alles durchprobiert. Nicht so arg. Und wenn ich da wieder im Stream bin? Oh, schwer. Okay, Ruhe. Er raucht auch den Filter, er raucht alles, Ishak. Das war's. Dieses letzte Stück Zigarette, er isst das noch auf. Mh, Schmack und Fotze. So mit Finger ablecken, Chat. Ich leg mich jetzt ins nasse Bett. Einfach so, wie ich bin. Gute Nacht, I love you. Wirklich, vielen lieben Dank für den Support. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ey, das könnte man so in die Story posten. Also man schneidet das so zurecht, Chat, nur sein Face und dann einen auf dem posten nachts, wenn man schlafen geht. Jetzt, ab Gute hier. Gute Nacht, I love you. Wirklich, vielen lieben Dank für den Support. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank an euch einfach. Ohne euch hätte man das ja auch nie erleben können. Das, ey, das werde ich die Tage so posten. Weil dann wäre es kein Erfolgsformat. Vielen lieben Dank einfach. Die Show ist eure Show. Die Show ist eure Show. Sieht richtig scheiße aus. Naja, Hauptsache Punkte. Ah. Bro, ich muss zugeben, seinem Fuß geht es überhaupt nicht gut, Chat. Wie selten er das teilweise auch angesprochen hat, weil ich habe das Gefühl, das ist die schlimmste Wunde hier, die wir in der Staffel erlebt haben. Die tut weh. Also die muss der gleich versorgen, wenn ich ankomme. Sofort. Morgen wasche ich die Mütze wieder ab und lass die trocken. Also wenn gutes Wetter ist. Ansonsten nix. Ja gut, so ist gut. Es ist schon... Für mich fühlen sich so die Füße sauber. Ich glaube, wegen den Zahnschmerzen hat er seinen Fuß vergessen. Stimmt, das kann echt gut möglich sein, ja. An viel Sand noch überall, aber... Alter, ja, so ist es. That's the game hier. Bella. So, okay. So, jetzt geht's weiter. Jetzt ausziehen, ihr guckt weg. Weggucken. Oh, ist die Hängematte nass. Oh, ist das widerlich. Alter, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Oh, bläst ist das widerlich. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt wirklich gute Nacht. Ich sag 10-mal gute Nacht am Abend, ja. Aber jetzt sage ich wirklich gute Nacht. Also, es sei denn irgendwie, keine Ahnung, Krokodil kommt. Oder Schlange oder Vogelspinne. Da will ich mir gar keine Gedanken machen. Gute Nacht. Ich bin am Ende. Die Leute sind am Ende ihrer Kräfte. Man merkt, dass ihnen geht's gar nicht gut. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Er ist am Arsch. Ey, ich wollte eine einzige entspannte Nacht heute. Ich habe kein... zubekommen, weil die Wellen heute so laut waren, selbst bei Ebbe. Und jetzt ist die Flut da und guess what? Mein gesamtes Shelter wird die ganze Zeit unterspült. Es ist so krank. Die Wellen sind noch viel weiter als gestern. Ich musste alles ausräumen gerade. Es ist so krank, wirklich. Stellt euch vor, sein Feuerstall ist endlich wieder da. Ich hab keinen Bock, ich hab gar keinen Bock, ich will doch einfach nur schlafen. Und da sind die ganze Zeit diese Wellen, oh, es nervt. Muss das denn sein? Ich glaube ganz stark nicht. So, ich hoffe, der Dryback ist in Sicherheit, ich check den mal kurz ab. So, das macht man so, wenn das halbe Shelter weggespült wird und man keinen Bock mehr hat zu warten. Richtig, man macht eine kleine Nachtwanderung durch den Dschungel. Bisher habe ich leider irgendwie nirgendwo irgendwas Spannendes entdeckt. Ja, auch keine Schlangen, ich suche schon die ganze Zeit in den Baumwipfeln. Aber durch das, dass hier wenig Echsen gibt und keine Frösche, ist die Chance auf Schlangen relativ gering.
Ich dachte wirklich, wir erleben hier einiges vom siebten Tag, bisschen Action, dies, das, aber das Pacing ist ja mal wirklich komplett am Arsch, Bruder, was ist hier los? Die haben vor 40 Minuten die scheiß Ergebnisse gezeigt und ich dachte, der Tag ist zu Ende. Ja, zumindest habe ich noch nichts derartiges gesehen, vielleicht finde ich da auch noch was. Schön wär's, so eine schöne Lanzenotter im Bein jetzt zu haben, das wär's doch. Ja, gehen wir mal weiter in den guten alten Sicherheitsschuhen, ne? Ganz wichtig an der Stelle. Ja, einfach mal ein bisschen rumgurken, ne? Aufpassen, ist steil und rutschig, aber naja. Es ist jetzt soweit, ich habe mein Shelter verlassen müssen. Was ist mit seiner Kamera los, Bruder? Es ist eine fette, fette Welle hier gegen mein Shelter gekracht. Der Stamm ist jetzt circa ungefähr 15 cm weiter nach hinten gerückt. Junge, man denkt Dings, kennt ihr, manchmal kommt so Moderator in ein anderes Land, um so Fußballstadion zu dokumentieren und die schreien immer so rum. Oder wenn zum Beispiel Unwetter ist. Ich bin hier live vor Ort bei den Bahamas, hier herrscht ein unglaublich krasser Sturm. So klang das, ich schwör's euch. Das nicht da drauf lag, also es hat richtig gerüttelt. Sofort runter, Sachen gepackt, damit nicht alles hier die Flut mitnimmt. Und ja, jetzt bin ich aufgestanden. Jetzt habe ich gesehen, hier wurde alles überschwemmt. Also alles bis darüber, wo ich euch gesagt habe, wo mein einziger Fluchtort ist, der auch nur ein paar Meter hoch ist. Aber sonst wurde hier alles einfach eure Feind überschwemmt. Alles ist komplett nass, die ganzen Steine. Zum Süßwasser rüber, bis hier hinten, bis ganz rüber. Alles ist nass, da ging die Welle komplett darüber. Holy fuck! Jetzt stehe ich hier rechts neben meinem Shelter mit meinem Gepäck, das ich fest in der Hand halte, ja, damit nicht alles verloren geht. Und wenn Betondach! Ja, Galito! Wenn es soweit ist, wenn jetzt noch mehrere fette Wellen kommen, muss ich versuchen, da drüber zu schwimmen, zum hohen Teil, um zum hohen Teil zu kommen. Keine Ahnung, wieso heute so hart hohe Wellen sind. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, mein Shelter ist komplett verrückt. Also, wortwörtlich verrückt. Und ja, im Worst Case muss ich da jetzt drüber schwimmen. Ich meine, das ist ja wie in einem schlechten Film, oder? Ich habe einfach mein Shelter verloren, beziehungsweise so verloren, dass ich bei hohem Wellengang nicht mehr sicher drin sein kann. Ja, der Meereswind, ja, der macht das Ganze hier auch nicht leichter. Die Nässe und der Wind sorgen echt für eine extrem kühle Temperatur. Also wenn man da ohne Shelter ist und im freien Wind steht und nass ist. 4K-Auflösung. Ist, boah, ich muss sagen, mir ist verdammt kalt. Fuck. Ah, ich soll einfach 2-3 Stunden durchkämpfen. Dann, ich glaube, Sascha gibt auf. Guck mal, ich sage euch Real Talk. Ich glaube, niemand gibt auf. Ich glaube, irgendwie, der Titel hat sich darauf bezogen, dass, keine Ahnung, seine Frau angeflogen kommt oder so, die von Knossi, und die sich wiedersehen und einen auf den. Ich glaube so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aufgibt. Kann ich mir das Shelter nochmal anschauen, beziehungsweise nochmal vielleicht reinlegen, versuchen und schauen, ob es stabil ist. Aber ist natürlich mit einer hohen Gefahr verbunden, dass es einfach immer stabil ist und dann zusammenbricht. Weil ich mich reinlege. Fritz zeigt uns jetzt noch gleich seinen Schimmelfuß. Kleines Update. Schlafen kann ich natürlich mal wieder nicht. Und mir ist tatsächlich recht kühl heute. Es ist immer wieder ordentlich windig. Und dann haben wir noch die ganze Nässe und Restfeuchtigkeit von dem starken Regen heute Vormittag in sich. Also vieles ist tatsächlich getrocknet. Aber so bestimmte Bereiche, ich sag mal so Hosentaschen oder auch der Bund, wo wirklich mehrere Lagen Stoff übereinander hängen, das ist alles noch nass und drückt natürlich irgendwie auf den Körper, wird kühl durch den Wind. Und ich bin immer wieder ein bisschen am Frösteln, was sehr unangenehm ist und eigentlich schlafen lässt. Ich denke mir in dem Moment gerade, was wäre, wenn Sabrina und Nova doch dabei wären? Hätte die Folge jetzt 2 Stunden 30 gegangen oder was wäre da passiert? Das confused mich so. Bitte denkt nicht, ich bin so am Nörgeln. Ihr wisst, wie viele Props ich dem Format und allen möglichen drumherum gegeben habe und auch den Leuten, die mitmachen und der Aufmacher und der Mühe und der Arbeit. Aber ich verstehe das nicht. Dass meine Schlafvariante ja null isoliert ist. Ich habe ja nur dieses Netz mir gebaut. Was normalerweise, wenn es halt wirklich so heiß ist, sehr, sehr angenehm ist, weil es ja rundum so ein bisschen belüften kann. Aber in so einem Fall jetzt, wo ein bisschen kühl ist, ist das halt nicht so geil, weil man schwebt komplett in der Luft, hat
keinerlei Isolation. Wurde es ein bisschen den Elementen ausgesetzt. Ja, könnte alles schlimmer sein, aber ist gerade nicht so geil. Boah, schöne Aufnahme. Soldat meldet sich zum Dienst. Guten Morgen, Freunde. Wir haben Tag 7. Das ist somit der letzte Tag, der letzte vollwertige Tag, der anbricht. Die letzten 24 Stunden fangen bald an zu ticken. Die letzte Nacht war richtig, richtig beschissen. Ich habe kaum gepennt. Ich bin immer wieder aufgewacht und habe wie ein Bescheuerter weiter Schnüre gemacht. Aus einem riesen Tau, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Ich glaube, weil ich zum einen sehr aufgeregt war im Sinne, dass jetzt endlich der letzte Tag anbricht und das Projekt Richtung Ende geht, weil ich einfach nur noch zerstochen bin, mich krank fühle und mein Körper mal wieder ein bisschen, ja, Energie braucht. Zum anderen aber auch, weil ich die ganze Zeit sehr gefroren habe. Er sieht schon echt kaputt aus, Walla, das merkt man. Ich glaube, allen Teilnehmern geht's nicht gut, Bruder, die sind psychisch und auch körperlich am Ende. Durch die Durchnässung vom Regenfall gestern und keiner Sonne, die mehr kam, sind meine Schuhe noch klitschnass, vieles noch nass gewesen. Und ich saß da, lag da, hab hier gezittert, hab irgendwie so, dann seitlich so, ja, kam also nicht wirklich zum Schlaf. Ja, genau. Otto geht's am allerbesten, safe. Es war eine sehr, sehr bescheidene Nacht. Und ich bin froh, dass jetzt wieder hell ist. Die Nächte hier gehen 12 Stunden, ihr habt es schon gehört. Boah. Es ist immer sehr, sehr lang, wenn man sich da durchkämpfen muss, wenn man nicht richtig schlafen kann. Ja, ich bin im Eimer. That's it. So, wir machen jetzt gleich die Challenge auf. Aber warten noch kurz, bis hier ein bisschen mehr Licht ist. So, guck mal, ich habe auch das Gefühl manchmal, der Cutter ist Brain AFK, gell? Zum Beispiel hier. Ab hier hätte man doch Cut gemacht. Er lässt das einmal weiterlaufen, auf weirden Hasen angelehnt. So, diesen Moment muss ich noch mit euch teilen. Das Technik-Case habt ihr ja schon oft gesehen. Und hier sind die SD-Karten drin. Auch nummeriert von Tag. Ah, das hat ja auch voll viele interessiert, gell? Guck mal, jetzt sehen wir es also quasi. Tagtäglich hast du also 2 Speicherkarten. Heftig! Tag 1 bis 7. Und glaub mir, die kannst du gefühlt nicht mal voll machen. Und gleich, er sagt wahrscheinlich Speicher, ich denke mal so 64 GB. Nach Kamera A und B. Und hier auf der 6, das ist die gerade in der Kamera drin ist. Und jetzt werde ich die allerletzte Speicherkarte einlegen. Heftig. Speicherkarte Nummer 7. Boah. Geil. Das ist ein schönes Gefühl. Boah, ich weiß nicht, was heute Morgen los ist. Diese scheiß Stechfliegen sind so enorm. Wo kommen die alle her? Oh, ich glaube, die wollen mich nochmal richtig penetrieren jetzt auf den letzten, Drücker heute den ganzen Tag. Die haben mich. Er kriegt Schaden, yo! So zart. Die haben mich so trocken. Oh, es ist alles voll. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Kann nur so machen, so, dann geht's. Denke auch 200 bis 500 Gigabyte. Nein, what the fuck, Chat? Nein, die nehmen auch nicht ganzen Tag auf. Also halt nur dann, wenn sie die Kamera zücken. Ich denke mal, Rohaufnahmen sind so, keine Ahnung, jeder Teilnehmer hat ungefähr 1-2 Stunden am Tag aufgenommen. Und GoPro-Aufnahmen sind nicht so groß. Ich habe ja selber eine GoPro und die Dateien sind wirklich nicht so groß, Chat. Deswegen, ich denke, das geht voll klar. Wenn er da kombiniert 128 Gigabyte hat oder 256, dann geht das voll. Im Making-of haben die gesagt 64 GB pro Karte. Ja, seht ihr, das geht voll klar eigentlich, Chat. Das geht echt voll klar. Hier, seht ihr das? Ist das ersichtlich?
Boah, Junge, seine Hand einfach voll. Tschüss, guck mal, wie nervig. Wie viel hier schon wieder auf meiner Hand rumlaufen und alle gleichzeitig stechen, das ist wie so ein Ameisenhaufen. Diese ganzen schwarzen kleinen Punkte und die krabbeln hier rein und hier drunter und in mein Ohr rein und hier und dahin und in mein Nasenloch und auf die Nasenspitze und hier und dann oben und dann hierhin und in meinen Nacken rein. Und ich habe das Gefühl, dass die durch meinen Bart durchkrauchen, in meinen Kinn sitzen und dann da rumstechen. Diese Viecher sind so penetrant nervig. Ah, war das schon Abfuck. Junge, er hat einfach Einzelhandel aufgemacht. Ich sag doch, 2,50 Euro pro Schnur. Ich glaube, ich habe es heute Nacht ein bisschen übertrieben mit der Schnurherstellung. Aber das war fast ein bisschen meditativ. Schön so ein Tau zerknüppern, auseinander machen, aufwickeln. Hat viel Zeit gekostet. Und ja, jetzt habe ich die hier. Kann man jetzt Kette nehmen oder so, weiß ich auch nicht. Hä, ist ja mega die Kette. Let's go, der Hase. Super geil. Auf Fresh Boss. Neueste Weidekette. Also no joke, ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber es nimmt kein Ende. Mein ganzes Gesicht ist nur noch am Kribbeln und Zerstochen. Ich kann nicht mehr normal stehen, selbst beim Laufen. Diese Viecher sind überall. Ich werde es jetzt auch in der Schlammpackung probieren. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Vielleicht kühlt es wenigstens ein bisschen. Der Boden ist hier eh, glaube ich, noch. Es geht wieder los. Fritz wird von neu gecancelt, Chat. Er hat Blackfacing gemacht. Twitter, alle klippen. Schickt das an die Leute da. Ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen hilft. Als ich das an Tag 2 gemacht habe, hat es irgendwie nur so semi geholfen, glaube ich. An die Leute, die im Internet keinen Sarkasmus verstehen, ich judge euch nicht, aber das ist natürlich nur aus Spaß gemeint. Aber ich weiß mir gerade einfach nicht besser zu helfen. Es ist gerade richtig krass, als wären die irgendwie, als hätten die sich gepaart in meinem Blätterdach da und jetzt heute Morgen geschlüpft. Ich meine, zur Not ist da Wasser, kann ich es wieder abspülen. Ich habe jetzt nochmal. Bruder, wie viel hat der drauf gemacht? Nachgetragen. Eine richtig schöne, dicke, dicke Schicht. Ich hatte das Gefühl, es bringt was. Aber ich bin noch nicht sicher. Es ist auf jeden Fall gerade anders krass gewesen. Aber ist schon besser. Also, die sind immer noch da, schwirren alle um meinen Kopf drumherum. Aber sie finden keine Landefläche, weil sie dann im Moor versinken. Frage ist, was passiert, wenn das trocken ist? Umschlag Nummer 7. Haftschaden. Und damit der allerletzte Challenge an Day 7. Ich sehe hier einen Kabelbinder und ich sehe eine Blombe. Das gefällt mir gar nicht. Was ist die finale Challenge? Jetzt bin ich gespannt. Ich fand die Challenges alle gut, außer der Holzblock. Das fand ich ein bisschen zu schwer zum Durchschlagen. War ein bisschen läsch. Und das mit den Temperaturen gerade vom Vortag. Das mit den Temperaturen fand ich weird. Es war so eine verkrampfte Was Challenge. Abgeben. Challenge Tag 7. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Tag 7. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Lege deine Kleidung ab und ersetze sie. Jedes abgegebene Kleidungsstück gibt einen Punkt. Ein paar Socken zählt dabei als ein Kleidungsstück. Unterwäsche, Unterhose, BH abgeben bringt keine Punkte. Sie darf also anbehalten werden. Das auf Krampf sein Vater. Bro, was zur Hölle, wieso? Ey, man merkt auch, die wollten die Einschaltquoten steigern, wenn jetzt noch Sabrina und Nova dabei gewesen wären. Also wirklich, Bruder, den Leuten geht's nicht gut, yo. Die abgegebene Kleidung muss in den Seesack gepackt werden. Dieser wird im Anschluss verplombt und muss bis zur Abholung versiegelt bleiben. Ersetzt. Die Cutter waren down bad, es ist so. Knossi hat schon gewonnen, es ist Fact. Bro, er ist schon Tarzan. Die abgegebene Kleidung bestmöglich. Dabei darfst du alles außer deine Kleidung verwenden. Also, wir müssen Kleidungsstücke abgeben und bekommen pro Kleidungsstück einen Punkt. Aber das Ganze erst beim Sonnenuntergang, also tagsüber noch nicht. Das heißt, ich muss mit dieser Kleidung nur durch die Nacht kommen
Und dann aber nochmal einen halben Tag, weil wir wurden einen halben Tag, wir wurden ungefähr mittags ausgesetzt. Ah, nachdem du sie abgibst, darfst du die Kleidung auch gar nicht mehr verwenden, bis du abgeholt wirst. Ah. Okay, da habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen, wie ich das genau mache. Unterhose zählt dabei nicht, die kann anbehalten werden, egal, die geht da nicht mit rein. Das Ding ist, ich habe heute Nacht gezittert und gefroren. Und hatte meine komplette Kleidung an. Das muss ich mir genau überlegen, was ich abgebe. Bei Unterhose würde ich zum Beispiel abgeben, aber die bringen keine Punkte. Ey, diese Temperaturen auf der Insel verwirren mich auch. Manchmal ist es zu warm, manchmal zu kalt. Ganz confusing, Kase. Handschuhe kann ich abgeben, Socken könnte ich abgeben, Mütze könnte ich auf jeden Fall abgeben. Aber Jacke, Hose und Schuhe, das wird, glaube ich, nichts. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie zur Hölle soll ich hier meine Kleidung ersetzen? Mit Knossi hat es schon geschafft, Chat, kann man nichts sagen. Ach, oder was? Mit Plastikflaschen? Also klar, Schuhe könnte man noch ersetzen. Das würde vielleicht noch gehen. Aber wenn ich Schuhe abgebe oder Socken abgebe, eins von beiden muss ich anlassen, weil sonst kann ich nicht schlafen, sonst bin ich komplett zerstochen und friere mir den Arsch ab. Naja, ich mache mir mal Gedanken, Leute. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Er soll einfach Schlammpackung auf ganzen Körper machen. Ich könnte mich auch komplett in Schlamm einhüllen. Wäre witzig, aber dann werde ich heute Nacht einen Erfrierungstod sterben. Safe. Wow! Guten Morgen aus dem Paradies! Tag 7! Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du, ich würde gehen wie du, stehen wie du, oh, you. Ich bin da, ich bin noch da. Stellt euch vor, das wäre euer Onkel. Und ganz wichtig ist natürlich auch heute und morgen nochmal, sämtliche Unfälle vermeiden, die man vermeiden kann. Hallo, Babygirl, hast du aufgepasst auf unseren Baum? Jaha, wunderbar. Mach mal dein Händchen weg. So, dann kann der Papa hier auch mal, wow, krass, den sechsten Strich machen. Denn 6 Nächte. Was ein Macher. Bruder, fast niemand hat, also ich sag's nochmal, fast niemand hat wirklich actually believed, dass Knossi die 7 Tage schafft. Bruder, er ist so nah am Ziel, das ist doch krank. Ich habe hier schon geschlafen. 6 ganze Nächte. Das glaubt dir doch keine Sau. Nur noch eine Nacht! Guten Morgen. Hey, ich laufe gerade am Beach einfach auf und ab. Ich weiß selbst nicht warum. Ich laufe auf und ab und gucke mir meine Spuren an. Aber es ist irgendwie schön, es ist beruhigend. Und ich denke gerade so drüber nach. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich alles euch schon in der Kamera erzählt habe und was ich nur gedacht habe. Weil man denkt auch so viel und man weiß am Ende gar nicht mehr. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was ich gestern in eine Kamera gesprochen habe und was ich nur für mich gedacht habe. Es wird also auch für mich eine Überraschung, das jetzt nochmal auf YouTube zu sehen. Echt krass. Oh Mann, es ist so schön, dass heute nochmal gutes Wetter ist. Da bin ich so dankbar. Sieht echt richtig schön aus, ja. Da bin ich so dankbar. Das ist so gut für die Psyche. Ich kann euch eins sagen, wirklich. Oh Mann, ich bin hier komplett an meine Grenzen gegangen. Komplett. Ich bin hier über mich hinausgewachsen. Ehrlich. Ich dachte hier, diese Dinge sind alle nicht möglich, aber wenn du wirklich willst, ist das alles möglich. Oh, ich glaube, große Abschiedsrede. Ich muss mir erstmal Gedanken machen, was ich alles so gefühlt habe, was ich empfinde. Und dann werde ich euch das sagen. Also, 24 Stunden noch. Ich möchte jetzt einfach, es kann jetzt zu Ende sein. Mann, ich muss aber zugeben, ich hätte so gern ein Krokodil gesehen, Chat. Also so wirklich, in HD, 4K, Ultra HD Qualität. Ja, so schön es auch ist, ich will jetzt hier weg. Ich will jetzt einfach wieder in die Zivilisation. Oh, ich freue mich so total. Oh, ich freue mich so total, wieder jemanden zu riechen, meine Freunde zu riechen.
Das klingt so sass, gell? Aber wallah, ich verstehe, was er meint. Das klingt so sass. Ich freue mich so stark. Eine Woche auf so einer Insel, eine Woche ist nicht lang, aber eine Woche auf einer Insel, ganz alleine, ist ziemlich lang. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das eine Woche ist. Oha! Ich möchte einfach meine Freundin kuscheln. Ich möchte einfach kuscheln. Junge, wie süß ist das? Oh. Chat, er will nur kuscheln. Oh. Oh, oh. Ich komm heim. Noch einmal. Bitte gutes Wetter. Noch einmal den Tag hier. Noch eine Nacht. Und glaub mir, im Morgengrauen packe ich mein Zeug. Ey, ich werde dich nie vergessen, diese Insel. Ich werde dich nie vergessen. Das war echt und ungelogen das Härteste, was ich je gemacht habe. Es gab nie was Härteres. Und ich habe viele verrückte Dinge in meinem Leben gemacht. Viele verrückte Dinge habe ich gemacht. Und die bei den anderen schon sagen, das ist unmachbar, das ist unmöglich. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber egal, wie viel ich von Knossi sehe, egal, was ich miterlebe, ich muss immer an diesen einen Clip denken, wo er als Fanpost Kacke bekommen hat und das aufgemacht hat. Das ist so ein Schlüsselmoment in meinem Gehirn, was sich immer mit ihm verbindet. Immer. Ich kann euch nicht erklären, wieso wirklich. Und weil Respekt, Respekt, aber nee. Ha, ja, ich auch. Walla, ich hab auch dran gedacht. Als ob! Junge, wie krass ist das? Das hier war das Härteste. Wirklich. Und jemand wie ich, bei dem alle denken, ah ja, komm, der lebt im Luxus, der hat immer isst und trinkt und raucht. Ich bin einer von euch, wirklich. Ich bin einer von euch. Ich habe nie wirklich viel von mir gehalten. Immer noch nicht. Das, glaube ich, macht auch meinen Erfolg aus. Weil ich einfach normal bin. Ich bin einfach normaler Typ. Einfach ein normaler Typ bin ich. Ich bin niemand, der irgendwie abgehoben, respektlos, von oben herab. Junge, der Real Talk, sein Vater gerade, was ist hier los? Ich bin das alles nicht. Ich habe Empathie jedem gegenüber. Die Leute das immer auch, oft sind das Vorurteile gegenüber, aber jedem Künstler machen sie das. Aber ich bin das nicht. Und deswegen habe ich das hier auch gepackt, weil ich so nicht bin. Für mich war das hier. Ihr müsst euch vorstellen, ein Stopp aus einem Leben, in dem ich selbst auch überhaupt manchmal nicht mehr klargekommen bin. Also, du musst dir vorstellen, ich kenne Hotels. Ey, man merkt auf jeden Fall, er ist als Mensch viele Level aufgestiegen, Freunde, seit diesem Inselaufenthalt. Mal, wie sie aussehen, ich weiß aber nicht mehr, wo sie waren. Ich weiß Momente in Flugzeugen, weiß aber nicht, wohin ich geflogen bin. Und das war die letzten Jahre immer so. Und das war für mich hier der komplette Breakdown. Einmal raus aus allem. Kein Handy, kein nichts. Und das war wunderschön. Das war echt schön. Es war auch ein bisschen so, wie wenn das mein Körper gebraucht hat. Wie wenn ich das echt gewollt habe. Wie wenn ich das gebraucht habe. Das Handy habe ich überhaupt nicht. Ey, wartet mal, endet diese Folge auch mit Knossi? Bruder, die haben einfach bis jetzt fast jede Folge Knossi als Cliffhanger-Maschine benutzt. Kann das sein? Überhaupt nicht dran gedacht. Wenn ich das Handy anmache morgen und da kommt hier, da und Termin, dann können mich alle am Arsch lecken. Glaub es mir. Es ist mir scheißegal. Denn ey, ich habe hier gemerkt, dass das Wichtigste ist auch, Zeit für sich zu haben. Zum Reflektieren. Was macht man da überhaupt? Und die Zeit habe ich hier gefunden. Ich hatte das einfach hier. Oh. Jetzt habe ich Halsweh vom Reden. Oh. Aber so schön, dass ich mir das mal vom Leib reden konnte. Boah, ich sage euch Real Talk, wie es ist. Ich glaube, wenn ich auch in der Situation wie er wäre, ich wäre so ein Typ, Bruder, ich würde über alle möglichen Sachen nachdenken. Walla, ich würde den ganzen Tag nur philosophieren, nachdenken und so weiter. Also ich fühle das voll, was er da sagt. Seven vs. Wild, Panama. Die üblichen verdächtigen DLC-Charaktere hier im Hintergrund.
die mit dem Livestream wieder eins geworden sind. Der Livestream-Chat, Freunde. Das war's mit Folge 14. Hat Spaß gemacht. Ich muss aber zugeben, so jeder hat da natürlich seine eigene Meinung. Aber das Pacing war wirklich krass am allerwertesten. Aber hier, inshallah. Was soll man machen, Freunde? Man kann nicht alles im Leben haben. Wisst ihr, was ich meine?